Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zum heutigen Wintervortrag im Deutschen Museum begrüßen, hier im Auditorium des Deutschen Museums, aber auch im Livestream. Mein Name ist Silke Berdux, ich bin die Kuratorin der Musikinstrumentenabteilung hier im Deutschen Museum. Es ist mir eine besondere Freude, dass ich heute Herrn Professor Dr. Jürgen Richter-Gebert hier begrüßen und einführen darf. Er hat in Darmstadt studiert, dort und in Stockholm promoviert, in Berlin habilitiert, in Zürich gelehrt und ist seit 2001 Professor für Geometrie und Visualisierung an der Fakultät für Mathematik der TU München. Mit der Visualisierung von Mathematik beschäftigt er sich in äußerst kreativer und thematisch wie formal vielfältiger Weise. 1999 hat er zum Beispiel das Programm Cinderella entwickelt, eine interaktive Geometrie-Software. Später, basierend auf einer Ausstellung im Deutschen Museum, Mass to Touch mit faszinierenden Animationen sowie Eye Ornament an der Schnittstelle von Wissenschaft und Kunst, um nur einige zu nennen. Aber er hat nicht nur im digitalen Raum gearbeitet, sondern zum Beispiel 2002 das X-Quadrat in Garching eingerichtet, eine permanente Mitmachausstellung zur Mathematik. Und er hat weitere Ausstellungen entwickelt und begleitet, wie das DVD des Nationalen Mathematikmuseums MoMAS in New York, die neue Ausstellung Mathematik hier im Deutschen Museum. Und er hat internationale Wanderausstellungen und 2019 die Musikausstellung La La Lab konzipiert. Zudem hat er eine Vielzahl von Workshops entwickelt, manche digital, manche analog haptisch, wenn zum Beispiel aus 4000 Kleiderbügeln mathematische Modelle gebaut werden. Und vielleicht sind Sie selbst im Gebäude der Informatik und Mathematik in Garching schon einmal die 26 Meter lange Parabel gerutscht. Wir beide haben uns 2008 bei einem Workshop zum Jahr der Mathematik kennengelernt, in dem sich alte Technik, das Monochord, mit moderner Technik verband. In 0, nichts hat er damals aus manchen im Vorbeigehen geäußerten Nebensatz und eigenen Erlebnissen in seinem unglaublich schnellen und kreativen Gehirn wunderbare Anwendungen entwickelt, die Schwierigstes, wie zum Beispiel die verschiedenen historischen Stimmungssysteme, anschaulich und spielerisch erlebbar machten. Heute sind diese mit zahlreichen weiteren ein Teil der Plattform Mathe Vital, die Visualisierungen und Spiele verbindet. Das hat mich sehr beeindruckt. Aber eben nicht nur ich bin von ihm beeindruckt. Für sein vielfältiges Engagement ist Herr Richter-Gebert mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Und ich möchte nur drei davon nennen. 2000 der European Academic Software Award, 2011 die Ars Legendi für seine Lehre und im letzten Jahr der hoch angesehene Kommunikatorpreis der DFG und des Stifterverbandes. Heute nimmt er uns unter dem Titel Töne sehen, Muster hören mit auf seinen Streifzug durch seine Arbeiten im Bereich Kunst und Musik zu Symmetrie, Proportionen und Rhythmen, Themen, bei denen Mathematik in Musik und Kunst von Bedeutung ist. Vielen Dank. Wow. Ja, ganz herzlichen Dank für diese unglaublich freundlichen, einführenden Worte. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dem gerecht werden soll, ich gebe es ganz ehrlich zu. Tatsächlich ist es so, viele von den Dingen, die Sie eben erwähnt haben, kommen im Vortrag vor. Also ich werde auch nachher so einen mini kurzen Rücksprung ins Jahr 2008 machen, so unserem Workshop, den wir hier hatten, der im Rahmen des Jahres der Mathematik gelaufen ist, wo es eben auch dann um Schnittstelle Mathematik und Musik ging. Heute soll es die ganze Zeit um Schnittstelle Mathematik und Musik gehen. Und ich habe also im Laufe des Vortrags Vorbereitens, habe ich gemerkt, an wie vielen Stellen es in diesem Werdegang immer wieder Berührungspunkte für mich mit dem Deutschen Museum gegeben hat. Also jetzt gleich ein ganz persönliches Confessment. Ich liebe das Deutsche Museum. Ich finde es großartig und war als Schüler, ich bin in Darmstadt groß geworden, ich bin extra als 16-Jähriger mal eine Woche lang nach München gefahren, um jeden Tag ins Deutsche Museum zu gehen. Also ich habe in München nichts anderes gemacht, als wirklich jeden Tag eine Ausstellungsabteilung nach der anderen abzuklappern. Und ich habe damals unglaublich viel gelernt und ich glaube, einiges davon ist auch so in meine eigene DNA irgendwo mit übergegangen, wie ich dann selbst Projekte mit angehe. Und ja, heute möchte ich reden über
Muster und Töne. Und glauben Sie es oder nicht, das Bild, das wir jetzt hier gerade sehen, wird uns durch den gesamten Vortrag begleiten. Und jetzt mag ich die Technik einmal kurz noch bitten, den Timer anzuwerfen. Dann habe ich nämlich, man hat mir gesagt, also das Deutsche Museum explodiert nicht, wenn ich über die Stunde rausgehe. Aber ich will es trotzdem probieren, ungefähr in der Zeit zu bleiben. Also, dieses Muster hier ist tatsächlich ein Gebilde an der Schnittstelle von Mathematik und Kunst. Und habe es hier nochmal in einer etwas anderen Farbgebung, weil weiß auf dunkel kann man ein kleines bisschen besser nachher lesen. Am Ende des Vortrags sollten Sie rausgehen mit einem Gefühl davon, was eigentlich hinter diesem Bild steckt. Und das kann auf verschiedenen Ebenen passieren. Also eine Ebene, es ist ein schönes Muster, ist ja schon mal was. Dann werden wir ganz viel von Symmetrie hören. Es ist ein symmetrisches Muster. Sieht man irgendwo, ahnt man irgendwo. Ich werde nachher noch ganz viel zum Thema Symmetrie sagen. Es hat tatsächlich was mit Musik zu tun. Und wenn man das genau versteht, was dahinter ist, stellt man auf einmal fest, das ist eine Landkarte der pentatonischen Skalen. Und zwar ist das etwas, was wir ganz speziell aus ganz bestimmten Gründen für die Ausstellung entwickelt haben, die wir in Heidelberg gerade so kurz vor der Pandemie gemacht haben. Also es fing Mai 2019 an. Die Ausstellung lief insgesamt 9 Monate und viel länger hätte sie auch gar nicht laufen dürfen, weil dann eh alles zugemacht wurde. Und über die Ausstellung will ich heute auch vieles erzählen. Damit man aber überhaupt erstmal mir glaubt, dass es sich hier wirklich nicht nur um irgendein Bild handelt. Ich werde jetzt immer mal hin und her hüpfen zwischen meinem iPad und meinem Computer und ich hoffe, dass das jetzt klappt. Hier haben wir die Musica-App. Das ist ein Ableger der Ausstellung, die wir in Heidelberg gemacht haben. Hier sehen wir nochmal das Bild und wenn ich jetzt hier auf den Play-Knopf drücke, dann gibt es Töne. Und tatsächlich kann ich auf dem Ding Musik machen, indem ich hier einzelne dieser Blumen antippe. Und was es damit dann genau auf sich hat, werden wir im Verlauf des Vortrags erfahren. Okay, Töne sehen, Muster hören. Wir haben es eben schon mal gehört, ich habe einen Lehrstuhl für Geometrie und Visualisierung. Und ich mag jetzt erstmal ein kleines bisschen mit dem Wort Visualisierung anfangen, wie das bei uns überhaupt verstanden wird, also bei mir im Lehrstuhl. Also Visualisierung heißt ja erstmal Dinge sichtbar machen. Also als Mathematiker hat man das Problem andauernd, wenn man sie sichtbar machen will. Also es gibt viele Mathematiker, die sind ganz glücklich damit, im Prinzip ihre Formeln zu haben und denen reicht das, weil, ja, also sie brauchen vielleicht noch eine Zusatzinformation, Tau, hier ist noch der goldene Schnitt, dann reicht's aber wirklich. Was es hier ist, das ist tatsächlich, wenn man das visualisiert, Sie sehen, das ist hier eine Riesengleichung mit x, y, z, hinten steht gleich 0, da kann man sagen, okay, alles was hier 0 ist, färbe ich mal im Raum ein und wenn man das macht, dann kommt da ein unglaublich schönes Objekt raus. Über diese Objekte erzähle ich heute praktisch nichts. Will bloß sagen, das macht Visualisierung. Die geht den Weg von, ich habe irgendwas ziemlich Abstraktes und gehe damit in einen Raum rein, in dem ich das erlebbar mache. Und ich hoffe mal, Sie waren alle schon mal oben in der Mathematikausstellung. Wenn man da nämlich schaut, da gibt es diese Dinger auch als so Leuchtpunkte in 3D-Glasdruck von dem Oliver Laps gemacht. Wir haben auch interaktive Stationen da drin und auf den interaktiven Stationen kann man auch damit rumspielen. Ich könnte jetzt unglaublich, also hätte ich jetzt auch echt Lust zu, einen Vortrag über algebraische Flächen und warum die so toll und so besonders und warum das was ganz Besonderes ist, zu halten. Aber das mache ich jetzt nicht. Aber so haben Sie jetzt ein bisschen ja, dieses Sichtbarmachen von Gleichungen. Aber heute soll es eben nicht nur ums Sichtbarmachen gehen. Und wir haben vorhin gehört, Mitmachmuseum, da geht es auch ganz viel um Anfassbarmachen, also begreifbar im fast wörtlichen Sinne.
Es geht auch, um erfühlbar zu machen. Wir hatten teilweise Kästen zum Reingreifen, wo man nicht sehen, sondern nur fühlen konnte. Und da musste man mathematische Objekte da drin erkennen. Für uns wird es heute aber insbesondere um das Hörbarmachen auch gehen. Also wir haben hier jetzt mindestens drei Sinne angesprochen. Es gibt auch spannende Sachen, die man mit Mathematik in Bezug auf Riechen und Schmecken machen kann. Machen wir hier heute aber ganz und gar nicht. Ein paar kleine Metagedanken ganz zum Anfang. Das Ganze ist jetzt eine hochgradig interdisziplinäre Angelegenheit heute für den Vortrag. Wir haben hier irgendwo die Mathematik, dann haben wir irgendwo die Kunst, um die es gehen soll, dann haben wir die Musik und da soll es jetzt insbesondere auch Verbindungen von dem einen zum anderen gehen, die über die Mathematik letztlich wieder gehen. Und eigentlich möchte ich dabei auch ein ganz kleines bisschen ständig aus dem Nähkästchen plaudern, nämlich die Frage, wenn man so Ausstellungen macht, wenn man Software schreibt für die breitere Öffentlichkeit, an was muss man denn da alles denken, was muss man denn da beachten, was passiert da beim Ausstellungsdesign, wenn man Workshops macht und, weil, ja, erstens mal, wir sind heute hier im Deutschen Museum und zweitens, es ist tatsächlich etwas, was mich im Moment an vielen Punkten sehr beschäftigt. Also dieses Töne sehen, Muster hören, das ist wirklich so aufzufassen, als wir suchen akustische Entsprechungen visueller Phänomene und wir suchen auf der anderen Seite visuelle Entsprechungen akustischer Phänomene und oftmals reicht sich das wirklich so ein bisschen die Hand und hängt ganz eng zusammen. Ich mag jetzt heute einen Fokus auf zwei Projekte legen. Das eine ist diese Ornamente-Zeichen-App, von der es oben in der Ausstellung auch einen Ableger gibt. Und das andere ist die Ausstellung. Und damit Sie erstmal eine ganz grobe Vorstellung haben davon, um was es dabei geht, fange ich jetzt hier erstmal mit zwei ganz kurzen Prologen an, indem ich kurz einfach ein paar Bilder zeige, sowohl von iOrnament als auch von der LalaLab-Ausstellung. Und ja, also, iOrnament ist ein Programm zum Zeichnen symmetrischer Muster. Und ich zeige jetzt einfach mal ein bisschen was, was Leute damit machen. Weil das ist für uns tatsächlich immer das Schönste, wenn man irgendwo ein Softwareprodukt entwickelt hat, das dann raus in die Welt reinschmeißt und dann kommen Sachen zurück, mit denen man selbst nie gerechnet hätte. Und tatsächlich bei dem Projekt geht mir es extrem so und ich zeige einfach bloß mal ein paar Bilder, die so eher so an der High-End-Skala sind. Also das wird mit dem Programm gemalt. Das wird mit dem Programm gemalt, dass ich mag das. Hier sehen wir Thema Mandalas, tauchen dann auch auf, werden auch im Vortrag eine Rolle spielen. Das hier finde ich großartig, weil ich käme erstmal gar nicht drauf. Also man muss schon zweimal hingucken, dass man sieht, oh, da sind Symmetrien drin, da tauchen Hochhäuser mehrfach auf. Das hier ist auch mit dem Programm gemalt. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich könnte das nicht. Also ich will, also die Person, die das gemalt hat, die trickst also wirklich mit allen Möglichkeiten des Programms rum. Ich weiß, was sie verwendet hat, aber es wäre weit weg von meinen Fähigkeiten. Sowas ist zum Beispiel auch möglich. Das hier wurde gemalt von dem Luca Vallese. Das ist ein Aktionskünstler in Italien, der ja auch so Menschenrechtsthemen aufgreift. Und das war sehr spannend. Das Ding gab es dann irgendwann mal so in 3x3 Meter Größe, hing das als großes Plakat bei irgendeiner größeren Aktion mit rum. Das hier finde ich sehr spannend von Farbsymmetrien her. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie sehen, dass die rothaarige Frau und die blonde Frau eigentlich von der Figur, also von der Form her identisch sind, aber andere Farben. Also hier kommen noch Farbsymmetrien rein. Sowas geht auch damit. Und hier habe ich einfach nochmal ein Bild hergenommen zum Reinzoomen, um einfach nochmal zu zeigen, dass selbst in den Mikrostrukturen wird es ja manchmal auch interessant mathematisch, wenn es zum Beispiel um Knoten geht. Ich mache davon nachher auch nochmal eine kurze Demo. Aber jetzt erst nochmal Prolog 2, LalaLab. LalaLab ist eine Ausstellung, die haben wir von der Cira-Stiftung gefördert, eben Anfang 2019 sondern im Heidelberger Laureate-Forum gemeinsam mit Imaginary hochgezogen. Und es soll dabei wirklich um die Schnittstellen von Mathematik und Musik gehen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo es wirklich um das Thema Ausstellungsdesign auch geht. Weil wenn man so eine Ausstellung macht und die öffentlich macht, dann
Ja, dann muss man damit rechnen, dass da Leute reinkommen. Und man weiß nicht, welche Leute da reinkommen. Jetzt schreibt man den Titel Mathematik und Musik. Das heißt, man muss damit rechnen, da kommen zum Beispiel General Public, die weder von Mathe noch von Musik eine Ahnung haben. Das geht relativ gut. Dann kommen aber die Leute, die von Musik eine Ahnung, aber von Mathe keine Ahnung haben. Und die anderen, die von Mathe eine Ahnung haben, aber von Musik nicht. Und am schlimmsten von allen Leute, die sowohl von Mathematik als auch von Musik eine Ahnung haben. Und davon gibt's einige. Und unser Ziel war es, in der Ausstellung Themen anzubieten, die das ganze Spektrum abdecken. Das heißt, nicht jedes Exponat für all diese Zielgruppen, aber für jede dieser Zielgruppen sollte was dabei sein. Und ich werde auch heute versuchen, wirklich durch dieses gesamte Spektrum durchzugehen. Und da denken Sie immer im Hinterkopf mit dran, da steckt auch eine ganze Menge Thema Ausstellungsdesign am Ende hinten dran, wie man das denn jetzt macht. So, hier ein paar Impressionen. Themen, mit denen wir uns da beschäftigt haben, waren zum Beispiel Rhythmus, Skalen und Dissonanzen, Harmonie, Frequenzspektren und noch einiges mehr. Aber das waren so die großen Themenbereiche. Was daran sehr spannend ist, zu sehen, wie konzentriert die Leute vor den Exponaten stehen. Und das war für uns auch toll zu sehen, wie wir die Ausstellung aufgemacht haben, zu merken, das Ding funktioniert. Das Ding hat erwischt die Leute da, wo wir sie letztlich auch mit haben wollten. Hier haben wir zum Beispiel eine sehr komplizierte Sache. Wir hatten es eben schon kurz angesprochen, das Thema Mikrotonalität und feine Stimmungen. Hier gibt es eine, das ist im Prinzip in gewissem Sinne ein Nachfahr von dem, was wir damals im Deutschen Museum gemacht haben, nämlich etwas, mit dem sich sehr im Detail über Stimmungen, über exotische Skalen, über zum Beispiel indische Raga-Stimmungen und ähnliches arbeiten ließ. Erzähle ich heute nichts darüber, weil das Ding ist so komplex, dass man darüber den gesamten Abend reden könnte. Ich mache jetzt lieber so ein bisschen Sprünge in verschiedene Richtungen und wie gesagt, wir werden insbesondere bei dem Symmetriemandala eine Station machen. Hier werden wir auch eine Station machen. Das ist der Raum aller Dreiklänge. Und was es damit genau auf sich hat, werden wir gleich sehen. Kleine Zeitreise, ich habe es eben schon mal erwähnt, ich konnte mir es nicht verkneifen, einfach noch mal ein paar Bilder aus unserem Workshop mit dazu zu packen. Da hatten wir im Prinzip eine Gruppe von ungefähr 12 interessierten Schülern, für die wir einen Workshop designt hatten, der hier im Deutschen Museum mit Bau eines Monochords, beziehungsweise genau genommen haben wir mit denen ein Trichord gebaut, mit Stimmungstheorie, mit mathematischen Hintergründen und dann gab es dann zum Beispiel auch diese Computer, an denen die Kinder damals saßen und sowohl experimentiert haben mit dem virtuellen als auch mit dem realen Exponat. Und an der Stelle Thema Schnittstelle virtuell real. Ich will ein paar Metagedanken loswerden an der Stelle. Erstens mal habe ich schon mal gesagt, das Ganze ist eine hochgradig interdisziplinäre Angelegenheit. Also man hat es einerseits mit Mathematik zu tun, man hat es mit Informatik zu tun und zwar meistens so am Ende von dem, was technisch möglich ist, also an den Grenzen dessen, was technisch möglich ist. Man hat es aber dann auch mit Inhalten zu tun, wie zum Beispiel Musik, mit Kunst und so weiter. Und tatsächlich ist es bei mir jetzt mittlerweile so, dass ich häufig Wissenschaft für Wissenschaftskommunikation betreibe. Also häufig steht bei einigen der Forschungsfragen, die ich im Moment bearbeite, steht am Anfang eine Frage, ich würde gern das und das Exponat machen. Ich würde gern das und das in der Ausstellung zeigen. Wie ist denn das technisch möglich? Manchmal fällt man dann auf Hands-on-Geräte zurück, manchmal eben auch auf Computer und da habe ich eigentlich immer so die Philosophie, Computer da einsetzen, wo es notwendig ist. Das heißt, bei uns in der Ausstellung in Garching zum Beispiel gibt es ganz viele Dinge aus echten Material mit Spiegeln und mit Dingen, die da schwingen und alles Mögliche. Aber es gibt auch Computer und zwar immer dann, wenn ein bestimmter Effekt sich nicht oder nur sehr, sehr schwierig oder nur mit sehr viel Geduld mit realen
Materialien durchführen lässt, wobei die Grenze mehr und mehr verschwimmt. Tatsächlich zu Zeiten der Pandemie hat das gerade nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, weil da sind die Computer auch manchmal wichtig, wenn man die Materialien nicht so einfach zu den Leuten hinbringen kann. Da braucht man dann auf einmal einen Computer, um zu sagen, okay, jetzt geh aber auf diese App und da kannst du das und das genau nachvollziehen. Ja, ich habe jetzt hier mal, jetzt sind wir am Ende der Vorrede, das passt, wir haben erst ein Viertel vom Vortrag rum. Ich habe mal Themen zusammengestellt, über die ich heute reden möchte. Ich möchte reden über Symmetrie, ein kleines bisschen über Proportionen, ganz viel über Gleichmaß, wobei mir da das englische Wort Evenness besser gefällt. Und ich möchte darüber reden, eigentlich sowohl in Bezug auf Töne und Skalen, als auch in Bezug auf Melodien, als auch in Bezug auf Harmonien, als auch in Bezug auf Rhythmus, als auch in Bezug auf Kunst. Und Sie sehen schon, das ist unglaublich viel und wir werden nicht über jedes dieser Felder reden, obwohl sich über jedes davon spannende Sachen erzählen ließen. Wir werden verschiedene Teile haben. Im ersten Teil wird es um Symmetrien in der Kunst gehen, im zweiten Teil auch noch um Symmetrien, zuerst in Melodien, dann in Rhythmen. Danach werden wir einen komplizierteren Teil ansteuern, nämlich da, wo es um Töne und Skalen geht. Und dann werden wir sehen, dass da eigentlich das Thema Gleichmaß noch eine ganz wichtige Angelegenheit ist. Und wenn ich nicht brutal über die Zeit rausgegangen bin, mache ich dann auch noch so einen kleinen rhythmischen Epilog. Okay, Teil 1, Symmetrie und Kunst. Und dazu müssen wir erstmal drüber reden, was ist eigentlich Symmetrie? Also es ist ganz spannend bei uns in der Matheausstellung. Wir fragen häufig die Leute, die reinkommen und die so eine Führung bekommen, erklär mir doch mal, was ist Symmetrie? Und dann kommen Wörter, werden einem entgegen, ja, ein Schmetterling ist symmetrisch, irgendwas mit Spiegeln. Und es ist gar nicht so einfach zu fassen, was sich eigentlich hinter dem Begriff Symmetrie verbirgt. Und ich selbst hatte das wahnsinnige Glück. Damals, als ich in Darmstadt studiert habe, ich war damals im vierten oder fünften Semester, da gab es in Darmstadt die legendäre Symmetrieausstellung. Das war eine große Ausstellung, zu der ich dann auch noch ein bisschen was sagen werde, die einfach den Begriff Symmetrie in die Mitte gestellt hat. Und da haben die Leute sich auch drüber Gedanken gemacht, was ist denn eine gute Definition für Symmetrie? Und tatsächlich, das erfindet man am besten nicht selbst, sondern das zitiert man gut. Und das Zitat, das ich jetzt habe, das kommt von dem Physik-Nobelpreisträger Richard Feynman. Der wiederum hat es allerdings auch paraphrasiert von dem Mathematiker Hermann Weyl und der wiederum von Leibniz. Aber das ist so ein Stück die Essenz hier. Symmetrisch ist ein Gebilde dann, wenn man es irgendwie verändern kann und im Ergebnis dasselbe erhält, womit man begonnen hat. Also, ich habe was, ich mache etwas damit. Und danach sieht das Ding genauso aus wie davor, dann muss da eine Symmetrie gewesen sein. Das ist genial, diese Definition, weil sie verknüpft aufs Engste den Begriff der Symmetrie einerseits mit Gegenständen, ein Gebilde, andererseits aber mit einer Aktion. Und solche Aktionen kann man dann hintereinander weg ausführen. Ich habe jetzt keine Modelle heute mitgenommen, aber wir machen es mal hier an den Bildern. Schauen Sie jetzt einfach mal auf die Schneeflocke, von der man ja sagen wird, die ist irgendwie symmetrisch. Und wenn ich jetzt diese Schneeflocke nehme und um 60 Grad drehe, dann sieht die danach genauso aus wie davor. Und deswegen war sie symmetrisch. Und wir sehen auch da drin gleich mehrere Symmetrien, sage ich dann gleich noch was dazu. Vorher noch mal einen kleinen Ausblick auf die Musik. Es gibt von Bach einen sehr schönen Kanon, wenn Sie sich das anschauen und hier durch die Diskant- und Bassstimme eine Spiegellinie durchlegen, dann sehen Sie, dass die genau exakt gegenläufig laufen. Auf solche Stücke dieser Art kommen wir dann auch noch mal zu sprechen. Jetzt will ich ein paar Grundbegriffe loswerden und ich will das mal an der Schneeflocke erklären. Ich habe eben schon gesagt, die ist symmetrisch, weil ich sehe da zum Beispiel diese Drehsymmetrie drin. Wir sehen da drin aber auch eine Spiegelachse. Also wenn ich mir das hier so anschaue und die senkrechte Achse nehme, dann sehen wir, das Ding spiegelt sich daran. Jetzt passiert was ganz Spannendes. Symmetrisch ist ein Gebilde dann, wenn man es irgendwie verändern kann und im Ergebnis dasselbe erhält, womit man begonnen hat. Das heißt, wenn ich zwei verschiedene solche Veränderungen habe, dann kann ich die hintereinander ausführen und erhalte wieder eine Symmetrie. Und das bedingt mir hier, dass aus dieser, jetzt habe ich hier diesen ganz,
Moment, ich kann es hier am Computer zeigen. Moment, dass jetzt praktisch aus dieser Achse, die ich hier drin habe, eben nicht nur diese Achse wird, sondern wenn ich die mit der Drehung verknüpfe, werden automatisch noch weitere Achsen. Und damit praktisch dieses Gebilde rechtzeitig hier ankommt, muss hier zwischendrin sogar auch noch eine Spiegelachse liegen. Also das Tolle ist, in dieser Welt, man hat es mit einem ganz extrem reichen Beziehungsgeflecht zu tun. Und für die, die sich ein bisschen mit Mathematik im Hintergrund auskennen, die merken schon, da im Hintergrund schlummert die sogenannte Gruppentheorie. Also Gruppentheorie ist im Prinzip die formale Struktur, die sich mit Symmetrien beschäftigt. Und so kann man letztlich jedem Objekt seine Symmetriegruppe zu ordnen, also die Menge der Operationen, die dieses Objekt unverändert lässt. Und das Spannende ist, wenn bestimmte Operationen da sind, dann bedingen die manchmal die Existenz anderer Operationen. Und so ist es jetzt zum Beispiel hier, allein die Spiegelachse und die 60-Grad-Drehung bedingt hier zum Beispiel alle weiteren Spiegelungen, die wir drin haben. Hier gerade noch ein anderer Begriff, den ich gleich noch brauchen werde, nämlich den der sogenannten Fundamentalzelle. Wir wollen ja über Kunst reden. Und Kunst hat immer Gestaltungsfreiräume. Und die habe ich jetzt hier auch. Also nämlich alles, was in diesem Tortenstückchen hier passiert, das ist von der Symmetrie nicht beeinflusst. Dazwischendrin kann passieren, was will. Der Rest wird durch die Struktur gemacht. Das heißt, so ein symmetrisches Objekt hat immer eine künstlerische Komponente und auch eine Komponente, die eben rein strukturell ist. So, das Ganze, jetzt kommen wir auf das Thema Ornamente zu sprechen, wird jetzt interessant, wenn wir eben nicht nur solche kreisförmigen Sachen betrachten, sondern Flächensymmetrien. Es gibt ein wunderbares Buch von dem Owen Jones, The Crummer of Ornament, in dem 1865, muss man sich vorstellen, das war eines der allerersten Bücher, in denen es sowas wie einen echten Vierfarbdruck gab. Und da wurde im Prinzip aus aller Welt zusammengetragen, welche Ornamenttypen gibt es denn da? Ich sage gleich noch mal dazu, was ich unter einem Ornament verstehe. Gerade noch ein bisschen Hintergrund an der Stelle dazu, weil ich finde es historisch extrem spannend. Der Owen Jones war der Kurator der Weltausstellung 1851 in London, also die mit dem großen Crystal Palace damals. Und das war die erste Weltausstellung. Und darüber kam er in Kontakt mit den verschiedensten Kulturen. Und darüber hat er auf einmal gemerkt, dass dieses Ornamente-Sammeln eine ganz spannende Angelegenheit ist. So, wann sprechen wir von einem Flächenornament? Wir sprechen von einem Flächenornament, wenn es Verschiebesymmetrien in mindestens zwei verschiedene Richtungen gibt. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen Punkt mir hernehme und das ganze Ornament nach hier rüber schiebe, dann stellen wir fest, das kommt am Ende wieder mit sich selbst zur Deckung. Und ebenso in die Richtung hier oben, wenn ich da von unten nach oben gehe. Und wenn ich die zwei Richtungen habe, dann überdeckt das auf einmal die ganze Ebene und ist eigentlich so ein Inbegriff des Unendlichen geworden. Und man findet die einfach quer durch alle Kulturen in verschiedener komplexer Ausprägung. Thema komplexe Ausprägung. Sie kennen zum Beispiel die Bilder von dem M.C. Escher, wo dann also so ganz raffiniert irgendwelche Tiere miteinander verschachtelt werden. Das ist aber nach der Definition eigentlich auch so eine Art Ornament. Tatsächlich, hier kommt noch so eine Art Farbsymmetrie dazu, dass zum Beispiel, also stellen Sie sich mal für einen Moment vor, unser Beamer hier hätte nicht drei Farbeingänge, Rot, Grün und Blau, sondern er hätte zum Beispiel vier Farbeingänge, Lila, Grün, Rot und Türkis. Und dann hätten wir hier eine Symmetrie, drehe das Ornament hier unten zum Beispiel um diesen Punkt rum. Moment, jetzt suche ich gerade einen geeigneten Punkt hier. Moment, wo kommen meine Flächen zusammen? Um diesen Punkt hier um 90 Grad und stöpsel dann hinten die Stecker um, sodass Rot zu Grün wird, Grün zu Lila, Lila zu Türkis und so weiter. Und dann hat man etwas gemacht, nämlich ich habe gedreht und umgestöpselt und es hat sich am Ende nicht verändert. Also das nennt man eine sogenannte Farbsymmetrie. So, was hat das jetzt mit meiner eigenen Biografie zu tun?
1986 Darmstadt Symmetrieausstellung, das war ein Riesending. Also da haben mitgemacht die Mathematiker, Physiker, Chemiker, das ist klar, das ist Ehrensache. Aber dann haben auch mitgemacht die Architekten, das Staatstheater, das Ballett, die Literaten, die Chöre, das Sinfonieorchester. Alle haben zusammengetragen zum Thema Symmetrie. Und für diese Ausstellung habe ich damals tatsächlich das wahrscheinlich welterste Symmetriezeichenprogramm geschrieben. Und ich will jetzt gerade hier nochmal, also warum ist da Darmstadt ein toller Ort für? Darmstadt hat dieses tolle Jugendstilgelände. Also zur Jahrhundertwende war Darmstadt ein Schmelztiegel für Jugendstilkunst. Und da gibt es diese tolle Mathildenhöhe und da gibt es zum Beispiel Häuser mit solchen Mustern hier an der Wand, an denen man dann wunderbar erklären kann, was Symmetrie ist, dass man da eben sagt, okay, wir haben wiederkehrende Muster, zum Beispiel das hier wäre hier meine Fundamentalzelle, es gibt irgendwelche Verschiebesymmetrien da drin, es gibt hier irgendwelche Rotationssymmetrien drin, dann könnten rein theoretisch noch Spiegelungen oder Gleitspiegelungen auftauchen, tun sie hier nicht. Und dieses Gebäude, wenn man von oben drauf schaut, das ist hier an dem Haus. Und hier oben in dem achteckigen Pavillon, da war unsere Matheausstellung. Und das ist jetzt ein Bild aus der Matheausstellung von unserem Ornamente-Zeichenprogramm. Und dass wir sehr modern damals waren, sieht man an dem Ausstellungskatalogstext. Die 17 Symmetriegruppen ebener Ornamente sollen mit Hilfe zweier Computerprogramme erlebbar gemacht werden. Mit dem ersten Programm kann man selbst Ornamente anfertigen. Das zweite unterstützt bei der Aufgabe, die Symmetriegruppe eines Ornamentes zu zeichnen, zu erkennen. Jetzt kommt's. Um den Computer zu bedienen, benutzt man die Maus. Das ist der kleine graue Klotz auf der Tischfläche, der über ein Kabel mit dem Rechner verbunden ist. Verschiebt man diese Maus, so bewegt sich ein Zeiger auf dem Bildschirm. Diesen Zeiger führt man in das ausgewählte Feld und drückt die linke Taste der Maus, dann antwortet der Computer. Also das war damals eine Zeit, da musste man den Leuten erklären, was eine Maus ist. Verrückterweise muss man das heutzutage wieder. Ist zum Beispiel sehr spannend, als wir unsere Matheausstellung in Garching aufgemacht haben, da hatten wir ganz viele Computer mit Maus dran und irgendwann so um 2010 haben wir festgestellt, dass es lauter Fingerabdrücke auf den Bildschirmen gab, weil die Leute einfach erstmal gedacht haben, ist das hier ein Touchscreen? Und mittlerweile haben wir Touchscreens da drin. Also von daher kann es vorher auch gar nicht so viele Symmetriezeichenprogramme in dem Typ gegeben haben. Davon hat sich dann im Prinzip ein ganzer Stammbaum entwickelt von verschiedenen Projekten. Das eine ist sogar auch im MoMAS in New York, ein anderes hier im Deutschen Museum und unter anderem eben auch die App. Und jetzt will ich gerade mal ganz kurz eine kleine Software-Demo an der Stelle geben. Und dazu schalte ich hier mal wieder um und muss so oder so jetzt doch ein kleines bisschen auf die Zeit drücken, aber das schaffen wir. Also ich habe jetzt hier meine App in der Hand und ich zeichne jetzt einfach mal. Also, und wenn ich hier zeichne, dann passiert eben das. Das heißt, die Striche werden wiederholt nach Regeln der Symmetrie. Ich habe eben schon mal gesagt, ein einfachstes Flächenornament erhält man dann, wenn man nur Verschiebesymmetrien hat. Also wenn ich mir das hier jetzt zum Beispiel anschaue, da habe ich eine Verschiebesymmetrie in die Richtung, eine andere Verschiebesymmetrie in die Richtung. Die beiden hintereinander geben mir noch eine Verschiebesymmetrie und das Ganze füllt letztlich die ganze Fläche aus. Ich kann dann auch andere Dinge dazu nehmen, kann zum Beispiel sagen, ich hätte gern hier noch eine Spiegelachse dabei. Haben wir jetzt hier noch so eine Spiegelachse mit drin. Ich habe vorhin gesagt, die Existenz von Symmetrien bedingt die Existenz weiterer Symmetrien. Also wenn ich mir das hier mal anschaue und jetzt habe ich mal eine dreizählige Drehung hier mit reingenommen. Diese Symmetrie hier erzwingt mir, dass hier noch eine dreizählige Symmetrie ist und hier noch eine weitere dreizählige Symmetrie ist. Und das Ganze ist dann letztlich so miteinander, ich sage jetzt mal verschraubt, diese einzelnen Bedingungen, was bedingt was, wenn was da ist, dass es am Ende tatsächlich exakt 17 verschiedene Möglichkeiten gibt, solche symmetrischen Muster in der Ebene zu zeichnen. Das heißt, die strukturelle Komponente kann nur einen von 17 verschiedenen Typen annehmen. Und das ist ein schönes Ergebnis aus dem 19. Jahrhundert, gar nicht so einfach zu beweisen, mache ich jetzt aber nicht. Aber ich will mal kurz zeigen, was man damit zum Beispiel machen kann. Also ich gehe jetzt mal wieder auf so eine dreizählige Symmetrie und
fang einfach mal irgendwo an zu malen und zeichne einfach mal irgendeinen Krackel her. Nee, ich male noch einen besseren Krackel. So, ich will nämlich, dass die sich am Ende hier treffen. Was sie jetzt gemacht haben, ist eine ziemlich schwierige Parkettierung der Ebene. Also dieses Ding können sie jetzt hingehen und sagen, Fliesenleger meines Vertrauens, fertige mir das. Ich möchte mir damit mein Badezimmer kacheln. Und sie sehen, das setzt sich einfach wieder immer weiter fort. Und ich könnte jetzt sagen, ich mache es noch komplizierter. Ich habe hier drin ja noch ein Drehzentrum und ich mal hier einfach noch was rein. Und jetzt haben wir wirklich ein extrem irreguläres Teil geschaffen, das aber trotzdem nahtlos die Ebene ausfüllt. Jetzt habe ich vorhin das gesagt mit diesen Escher-Style-Drawings. Wenn man jetzt hier versucht, ein bisschen mit Vorstellungskraft zu überlegen, was könnte das denn sein? Also für mich sieht das Ding aus wie eine Schildkröte. Also hier vorne ist das Gesicht, hier hinten irgendwo ist der Panzer von der Schildkröte, hier unten ist ein Fuß, der Panzer geht hier, es ist eine schlechte Schildkröte. Ich hoffe, Sie haben die Fantasie, sich das vorstellen zu können. Hier hinten gibt es sowas wie einen Schwanz der Schildkröte. Und jetzt haben Sie ganz viele hässliche Schildkröten produziert, die die Ebene ausfüllen. Sie könnten dann auch sagen, okay, ich mache das Ganze noch in farbig. Und dann sind sie gar nicht so weit weg von dem, was Escher gemacht hat. Sie könnten das auch noch anders machen. Sie könnten sagen, okay, ich krickel hier einfach irgendwo drauf rum, solange bis hier irgendwo was rauskommt. Sie sehen die Flächen, die klauen sich gegenseitig den Platz weg. Und ja, es ist wieder, ich bin heute schlecht im gute Bilder malen. Aber ich finde, das sieht jetzt aus wie ein Fisch. Also hier vorne ist das Auge von dem Fisch und hier hinten sind die Schuppen. Und so weiter. Also Sie sehen schon, wie das funktioniert. Und dann wird es mit dem Escher auf einmal relativ gut überschaubar. Ich muss jetzt gerade einfach noch, weil es so schön ist, gerade noch ein paar Gimmicks hier schnell zeigen, einfach weil ich selbst mag. Ich gehe jetzt gerade mal, schalte mal die Farbsymmetrien aus und wähle mir hier mal so etwas wie einen Goldstift. Also Gold ist eine tolle Sache. Also Leute lieben Gold, also es ist ganz banal, aber wenn Leute in Gold malen können, das macht glücklich. Noch glücklicher macht's, wenn man dann zum Beispiel sagen kann, ich kann die Flächen hier noch mit rosa Glitzer füllen und das Ganze noch mehr funkelnd machen. Und das ist unglaublich wichtig für die Verbreitung von so einem Programm. Im Ernst, also das sagt sich jetzt so dahin, aber es sind tatsächlich hinter jeder dieser Dinge, also hinter diesem Funkeln und wenn ich jetzt das hier so bewege, ich weiß nicht, ob Sie es sehen, aber wenn ich mein iPad bewege, dann ändert sich der Goldschimmer. Das ist alles jeweils mathematisch schwierig. Schwieriger, als es aussieht, ist aber unglaublich wichtig für die Akzeptanz. Sie könnten dann zum Beispiel auch hier noch hergehen und sagen, ich exportiere mir das in ein befreundetes anderes Programm. Das ist jetzt genau das, was ich eben gemalt habe. Und ich würde mir gerne daraus einen platonischen Körper machen, zum Beispiel einen Dodekaeder. Gib mir doch mal einen Bastelbogen. Und damit lassen sich zum Beispiel auch unglaublich gut Schülerworkshops machen. Okay, ich will mich jetzt nicht zu sehr verplappern, aber Sie haben jetzt, glaube ich, ein ungefähres Gefühl dafür, worum es sich bei Flächenornamenten handelt. Und an der Stelle machen wir jetzt hier bei dem hier weiter. Ich will hier trotzdem noch einmal sagen, Rosetten und Mandalas sind auch extrem wichtig, also Dinger nur mit einer Drehsymmetrie. Und damit Sie sehen, wie das High-End aussieht. Hier gibt es einen befreundeten Künstler von mir, den Sepp Lester, der kann das unglaublich gut. Also, das ist einer der, ich würde sagen, weltbesten Kalligraphen. Und ja, bei dem sitzt einfach jeder Strich. Also, wenn der einen Fisch malt, dann sieht er auch wirklich nach Fisch aus. Und was mich halt freut, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn man sowas in die Welt rausschmeißt und dann kommt sowas zurück, das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Und ja, genau diese Rosetten und Mandalas werden dann später gleich noch wichtig werden. Ich denke, ich belasse, nee, ich gebe ihm noch die 20 Sekunden. Sieht einfach schön aus. Übrigens sieht man daran auch, was für eine unglaubliche Auflösung das Programm hat, weil das kann ziemlich weit nach außen rausgehen. Gut,
Andere Sache, die auch noch wichtig werden wird, sind Spiralen. Man kann zum Beispiel so ein Muster hierher nehmen und verformen zu einem spiralartigen Muster. Da steckt auch wieder eine Menge Mathematik dahinter, sage ich jetzt aber gar nicht so viel dazu, weil wir werden es zwar dann brauchen, aber ich will die Mathematik dahinter gerade nicht erklären. Bloß für diejenigen, die die Formeln vielleicht kennen, dahinter steckt eine E-Funktion über den komplexen Zahlen. Gehe ich aber jetzt nicht weiter drauf ein. Damit kann man dann so Sachen machen. Gut, großer Sprung, Teil 2 in die Musik. Okay, ich habe vorhin schon mal gesagt, man will etwas machen, was einfach auch trägt über verschiedene Benutzergruppen. Und ich fange jetzt mal mit einem der einfachsten Dinge an, nämlich Symmetrien in der Zeit. Und eine Sache, von der wo Sie das alle kennen, ist zum Beispiel, wenn Sie einen Kanon singen. Also überhaupt erstmal ein Stück zu wiederholen, ist eine Symmetrie in der Zeit. Also Bruder Jakob, schläfst du noch, hörst nicht die Glocken, ding, dang, dong. Bruder Jakob, schläfst du noch und so weiter. Und dann setzen aber die Leute hier versetzt dann nochmal ein und im Prinzip, das war einer zu viel, im Prinzip gibt uns das ein Flächenornament. Also wenn man dann auch hinschaut, dann hat man hier runter entlang der Diagonale sowas wie, Moment, wo ist meine Maus? Bruder Jakob, hörst du nicht? Bruder Jakob, hörst du nicht? Warum tauchen da nur die zwei Verse auf, wenn ich da so schräg runtergehe? Also letztlich, Sie sehen, das hat eigentlich ganz viel mit einem ebenen Ornamentemuster zu tun. Was man vielleicht weniger kennt, und das haben wir in der Ausstellung drin, ist die folgende Sache, und ich rufe jetzt mal wieder die Musiker-App von eben auf. Man kann Bruder Jakob, also wenn ich den hier losspielen lasse, kann ich hier auswählen, wo ich gern Stimmen hätte. Wissen Sie aber alle, wie das weitergeht? Was man weniger weiß, ist, dass ich das Notenblatt auch von der anderen Richtung lesen kann, wenn ich es in die richtige Tonart gesetzt habe, und dass das super zusammenpasst. Jetzt haben wir im Prinzip eine Symmetrie in der Zeit und eine im Notenblatt drin. Das wäre jetzt so ein typisches Exponat, das also sowohl Leute, die weder von Mathe als auch von Musik viel Ahnung haben, verwenden können. Und jetzt hüpfen wir wieder zu anderen rüber. Jetzt gehe ich mal zum Thema Rhythmus. Wir hatten vorhin gesehen, wir hatten die Schneeflocke gehabt und Sie glauben mir jetzt, dass all diese Gebilde hier symmetrisch sind, weil ich kann sie jeweils drehen, ohne dass was passiert. Das kann man direkt ausnutzen, um damit interessante Rhythmen zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Art Sechsertakt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei 1 zu zählen anfangen ist total bescheuert, weil man fängt besser bei 0 an, weil dann kriegt man nämlich die Vielfachen, die in Rhythmen drinstecken können, viel besser mit. Also so 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt hat die 6 hat zwei verschiedene Teile, die 3 und die 2. Und die kann ich jetzt jeweils betonen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, 0, 1, 2, 3, 4, nochmal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 und könnte das laufen lassen gegen den anderen Teiler, nämlich die 0 und die 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn man das gleichzeitig macht, erhält man erstes Training für Schlagzeuger. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Das trainieren wir gerade mal. Also, Sie sind blau und Sie sind rot. Ich bin Einzähler. Also, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2,
4, 5. Und das jetzt in vierfacher Geschwindigkeit klingt richtig gut. Also in vierfacher Geschwindigkeit ist es dann so ungefähr. Und entsprechend kann man dann die 4 über 3, die 5 über 3 und so weiter. Das sind alles wichtige Übungen für Schlagzeuger. Tatsächlich, wir haben im Moment ein Projekt gemeinsam mit der FU Berlin, bei dem es genau um solche Rhythmen geht. Ah, Moment, vorher, den hätte ich fast vergessen. Das ist auch Thema. Wie setzt man Flächenornamente in Rhythmen über? Man kauft sich einen Rollkoffer, geht auf irgendein Flächenornament und holpert damit durch die Gegend. Tatsächlich, da kommen Rhythmen raus, wenn man einfach stur in eine Richtung läuft und da mal hinhört. Das ist eine sehr rhythmische Angelegenheit. Ich habe es eben erwähnt, es gibt ein Projekt gemeinsam mit der FU Berlin im Moment, wo wir wirklich ein ganzes Stück, ja, mathematikbasierte Rhythmusmaschinen bauen. Ich habe hier mal die hergeholt und ich glaube, ich lade es trotzdem gerade noch einmal ganz schnell nach. Also wenn Sie da drauf schauen, dann sehen Sie schon, das hat was mit Mandalas auch wieder zu tun. Und ich muss mal ein bisschen lauter machen hier. Und hier können Sie dann sagen, wo hätten Sie gern Schläge. Und Moment. Da unten können Sie spielen. Und damit kann man ziemlich komplizierte Sachen machen. Ich zeige einfach gerade mal hier eine etwas kompliziertere Angelegenheit. Ich gehe mal hier runter in... Moment. Ich glaube, das hier ist... Moment. So. Da steckt im Hintergrund tatsächlich jede Menge Mathematik, auch in der Darstellung drin. Und ist aber wirklich auch gedacht, um didaktisch auch im Unterricht eingesetzt zu werden. Sowohl Musikunterricht als auch Mathematikunterricht. Wenn ich nicht total über die Zeit quassel, gibt es dazu dann ganz am Ende nochmal einen ganz kurzen Epilog in GrooveLab. Aber dazu müssen wir erst ein paar Sachen in dem anderen Teil gelernt haben. Und von daher gehen wir jetzt mal in, ein kleines Intermezzo, das ich heute Mittag noch schnell reingebaut habe. Das mache ich wirklich nur ganz schnell. Muster und die Physik der Töne. Machen Sie einfach mal Folgendes. Es soll jetzt auch um den Effekt der Schwebung gehen, der sowohl ein akustisches als auch ein visuelles Erscheinungsform hat. Nehmen Sie Folgendes. Nehmen Sie mal ein Raster von Linien, verdoppeln Sie das, machen Sie jetzt das eine ein bisschen kleiner und legen Sie die zwei Dinger wieder übereinander, dann passiert das. Habe ich gerade eben gesehen, wenn man hier aufs Deutsche Museum zuläuft, da gibt es so zwei Zäune, die machen genau diesen Effekt. Und je nachdem, wie sehr Sie hier jetzt die Größe von dem anderen verändern, kommen hier zwischendrin größere und kleinere Schwingungsmuster rein. An was liegt das? Naja, dadurch, dass die beiden, ich rede jetzt gleich mal von Frequenz, eine unterschiedliche Frequenz haben, gibt es halt Stellen, an denen sich im Prinzip, wo habe ich meine Maus? Kriege ich meine Maus? Ja, sieht man bloß hier kaum. Also hier in der Gegend kommt weißer Balken auf weißen Balken und hier kommt weißer Balken immer auf schwarze Lücke und deswegen ist es hier in der Gegend hell und in der anderen Gegend dunkel. Und diesen Effekt hat man genauso gut auch akustisch. Wenn man sagt, ich habe zwei Töne und die beiden Töne spiele ich mit fast gleicher Frequenz, aber ein bisschen unterschiedlich. Und dann hat man den Effekt, dass es hier Stellen gibt, wenn ich die Töne addiere, in denen praktisch Wellenberg auf Wellenberg trifft und dann wird das Ganze lauter. Und dann gibt es andere Stellen, an denen Wellenberg auf Wellental trifft und dann wird das Ganze leiser. Und wenn wir jetzt wieder zur Musica-App hier zurückhüpfen und da in das allererste Exponat reingehen, kann man genau das machen. Moment, ich mache es leiser, damit ich Sie nicht so sehr quäle. Klingt jetzt nicht schön, aber ist interessant. Das ist genau diese Schwebung. Und Sie sehen daneben auch so ein, ich stelle es mal noch ein bisschen genauer ein, so ein Oszillogramm davon. Und da treten auch ganz tolle Muster hier irgendwo auf. Hier zwischendrin. So ein bisschen wirklich wörtlich wie Einstellen von einem Radiosender. Und das wiederum,
ich erlöse sie, hat dann wiederum viel zu tun oben in der Mathematikausstellung mit unserem Harmonograph, wo wir einfach zwei Schwingungen haben, in der Stelle gedämpfte Schwingungen, die einfach X- und Y-Achse von einem Kurvenschreiber an treiben. Katja Rasch, die heute leider nicht da ist, hat den Video aufgenommen. Und ja, damit entstehen wunderschöne Muster. Und die Muster entstehen letztlich durch genau diese Phasenverschiebung, genau durch diese Schwebungseffekte. Und jetzt sind wir zweimal hin und her gehüpft. Einmal von visuell zu akustisch, dann jetzt wieder zurück zu visuell. Und ich kann Ihnen wirklich nur sehr empfehlen, damit rumzuspielen. Also der Punkt, dass jetzt hier dieser Kurvenschreiber so Stück für Stück dann zwischendrin mal zu einer Gerade wird und sich dann in die andere Richtung ausbeult, liegt genau an diesem Schwebungseffekt. Noch eine andere Sache hier im Deutschen Museum, wo das eine Rolle spielt, ist bei einem Exponat in der Musikausstellung, und Frau Berdux hat auf YouTube eine Demo davon stehen, und zwar ist das der sogenannte Theremin. Theremin ist ein Gerät zum Musikspielen, ohne das Gerät zu berühren. Also hier sehen Sie, hier ist so eine Antenne, und wenn man mit der Hand in die Nähe kommt, dann gibt das Töne von sich, und der Grund dafür ist, dass hinten dran eine Elektronik steht, die über Schwebung Töne erzeugt. Und zwar, das geht schon ganz weit zurück. Das gab's so, wurde erfunden, als so die ersten Röhrenradios erfunden wurden und als Leute wirklich wörtlich ihre Sender gesucht haben und festgestellt haben, da piepst sie auf einmal. Und zwar piepste es immer, wenn diese Hochfrequenzschwingkreise so ein kleines bisschen nebeneinander lagen und dann eine Schwebung, ein Ton im hörbaren Bereich erzeugt hat. Und ich lasse jetzt gerade mal Frau Berdux reden. Wir haben die Grundfunktionen ausprobieren können. Und es ist so, wenn ich die Hand um die Antenne herum bewege, kann ich die Tonhöhe bestimmen, und mit einem Pedal ist es bei unserem Modell so, dass ich die Lautstärke bestimmen kann, zumindest grob. Und das Theremin hat die Besonderheit, dass ich die Musik oder die Töne, die ich spiele, kann ich sowohl von Noten ablesen wie bei einem anderen Instrument, aber ich kann natürlich die Musik auch aus der Bewegung heraus entwickeln. Also wenn ich dazu tanze oder einen Film mit Bewegung nachahme, werden daraus die Töne entstehen. Das ist der Schaltplan von so einem Teil. Ich habe es mal bewusst rausgesucht. Also was ich spannend finde, ist zum Beispiel diese eine Stelle. Hier steht wirklich 4700 Kilohertz. Das ist deutlich über der Hertzgrenze, die bei 20.000 Kilohertz ist. Aber dann gibt es eben zwei Oszillatoren, den einen und den anderen, die leicht verstimmt werden können, der eine davon zumindest, der andere wird über einen Quarz angetrieben, und aus dieser Verstimmung entsteht eine Schwebung, und die Schwebung ist der Ton, den wir hören. Also was ich sehr spannend finde, dass da praktisch dieser Effekt genutzt wird, um damit praktisch auf einer ganz anderen Sinnebene plötzlich Töne zu erzeugen. Okay, es geht natürlich auch noch optisch. Kennen Sie auch, wenn Sie so am Fahrradständer vorbeifahren, der so mit Gittern an der Seite gemacht ist, und wenn die sich gegeneinander verschieben, dann gibt es natürlich da auch irgendwelche entsprechenden zweidimensionalen Muster, die dabei entstehen. Also Sie sehen, die Akustik und die Optik, die liegen so wahnsinnig eng zusammen. Das lohnt sich an der Stelle immer wieder nachzudenken. So, nächster großer Bereich, Teil 3, Symmetrie in der Tonhöhe. Jetzt reden wir von Tonleitern und Skalen. Erstmal was ganz Banales, wenn Sie einfach ein Klavier vor sich haben, das ist symmetrisch in Oktaven eingeteilt, das sehen Sie auch schon. Hier unten die untere Hälfte sieht genauso aus wie die obere Hälfte, sprich wenn Sie es optisch hochschieben, dann sieht das identisch aus und es klingt eigentlich auch fast identisch. Plus halt höher. Aber ansonsten unser Neuroapparat ist so gebaut, dass wir Frequenzverdopplung wirklich eigentlich als dieselbe Melodie wahrnehmen. Also das heißt, wenn Sie so eine Klaviatur vor sich haben, dann verdoppelt sich von da nach da die Frequenz und von da nach da nach da nach da. Und entsprechend wäre es eigentlich viel sinnvoller, ein Klavier irgendwo so aufzubauen,
weil dann die hohen Töne halt auch wirklich hoch sind. Und es gibt natürlich Instrumente, bei denen das so auftritt. Und ich habe im Vorfeld einfach mal nach Instrumenten gesucht, wo man das sehen kann. Natürlich sehr gut sieht man das sofort an der Panflöte. Da sieht man richtig die E-Kurve durch. Dann fragt man sich bei der Harfe, Mensch, das da oben sieht doch eher nach einer Sinuskurve aus, dieser obere Teil. Aber da unten gibt ja diese, da ist ja diese, dieser Bauklotz, der da so hoch geht in der Geraden. Und ich habe natürlich kein rechtwinkliges Koordinatensystem. Und wie Sie gemerkt haben, ich bin ja Geometer und ich verschiebe und verforme gerne auch mal Dinge. Und wenn ich jetzt hier diese Harfe hernehme und sage, okay, ich verforme die einfach mal geometrisch, sodass wir ein rechtwinkliges Koordinatensystem haben, dann haben Sie tatsächlich in diesem unteren Bereich hier eine astreine E-Funktion. Also ich fand es erstaunlich, wie genau das passt. Oben weicht es jetzt natürlich ein kleines bisschen ab, weil da werden dann die Seiten dicker. Wäre auch schlimm, wenn man das nicht so bauen würde, sonst wäre eine Harfe nämlich ein ziemlich großes Instrument. Also irgendwo muss man dann mit Seitendicke gegensteuern. Genau, hier sehen Sie auch nochmal die E-Funktion. Ja, hinter der E-Funktion steckt dieses E hoch AT und das hat man vorhin schon mal bei dem Klavier, bei den Spiralen gesehen. Und genauso gut kann ich jetzt mein Klavierbild nehmen und in so eine Spirale reinlegen. Und zwar derart, dass alle Cs übereinander zu liegen kommen. Also das habe ich tatsächlich mit iOrnament gemacht, das Bild von eben. Hier nochmal ein bisschen struktureller. Wir haben diese Symmetrie in der Klaviertastatur und... Ja, wenn ich mir jetzt einfach meine Buchstaben zu den Tönen schreibe und dann sage, okay, jetzt diese Tastatur, die fange ich jetzt an, spiralförmig aufzuwickeln. Und zwar so lange, bis alle Cs übereinander zu liegen kommen. Und jetzt hoffe ich, dass das hier startet. Ja, jetzt startet's. Und alle Ds übereinander zu liegen kommen. Dann habe ich plötzlich eine andere Darstellung von musikalischem Erleben. Und tatsächlich ist die visuell sehr sinnvoll. Also jetzt bremst sich das aus. Alle Cs liegen übereinander, alle Cs liegen übereinander. Das heißt, jetzt haben wir im Prinzip so ein Bild, wo wir die schwarzen Tasten sortiert haben, die weißen Tasten sortiert haben und unsere 12 Töne aus der wohltemperierten Skala hintereinander angeordnet haben. Und daraus kann man jetzt wieder sehr schöne Musikvisualisierungen machen. Ich zeige Ihnen das mal. Ich hüpfe wieder rüber in die Musica-App. Sie sehen, da gibt es übrigens auch ganz viele andere Sachen. Ich pick da wirklich nur raus. Ich pick jetzt mal das raus. Und jetzt haben wir hier im Prinzip unser aufgewickeltes Klavier. Sie sehen jeden angeschlagenen Ton und diese Balken leuchten auf, wenn einfach ein Ton über alle Oktaven weg sehr häufig gespielt wird. Und das sehen Sie jetzt zum Beispiel bei Debussy ist es so, dass uns ganz häufig 5 Balken gleichzeitig leuchten, was ein Indiz dafür ist, dass Debussy ganz viel mit Pentatonik zu tun hat. Sieht ganz anders aus, wenn ich hier ein Liszt reinstecke. Dreiklang. Jetzt wird's sehr schön. Richtig modern. Achtung. Man nimmt Musik strukturell nochmal ganz anders wahr in diesem Gebilde hier. Lass mal noch ein kleines Stückchen laufen, weil jetzt kommen so schöne chromatische Läufe. Achtung. Jetzt. Der geht immer von einem Ton von einem Dreiklang. Und so weiter. Extrem wird das dann natürlich, wenn ich hier die Hummel von Rimsky-Korsakow reinnehme, da hat man nur noch Chromatik irgendwo drin. Das finde ich so toll. Und so weiter.
Ich habe das nicht selbst gespielt, nein. Aber tatsächlich lizenzrechtlich sehr interessant, an der Stelle Kontakt mit Künstlern aufzunehmen, die dann genehmigen, dass man ihre MIDI-Files in die Programme reinspielen kann und. Also so im Rahmen der Aufbereitung von so einer Ausstellung kommt einiges auf einen zu. Und das ist auch ein sehr spannender Aspekt davon. So, jetzt gehen wir noch ein Stück weiter. Symmetrien in der Struktur. Und jetzt geht's in Richtung Harmonie. Und es gibt ein wunderschönes Buch von Dmitri Tymochko. Das heißt Geometry of Music, in dem er wirklich aufs wunderbarste Geometrie einerseits mit Harmonielehre und Musikaufbau in Verbindung bringt. Und in dem Buch drin gibt es dieses Bild hier. Dieses Bild hier ist der Raum aller drei Klänge. Ich zeige Ihnen gleich, was es damit auf sich hat. Und also im Prinzip, jeder Punkt in diesem Prisma hier steht für einen spezifischen Dreiklang. Und um das zu verstehen, müssen wir überlegen, wie kommt man denn auf sowas? Dazu machen wir Folgendes. Wir bauen ein dreidimensionales Koordinatensystem, in dem wir in jede Richtung eine Klaviertastatur legen. Also X ist eine Klaviertastatur, Y ist eine andere und Z ist eine andere. Und wenn Sie jetzt einen Dreiklang spielen und die drei Töne auf die drei Klaviaturen verteilen, geben Ihnen die drei Töne eine Koordinate im Raum. Wenn Sie jetzt wieder dasselbe machen, wie wir eben gesagt haben, dass alle Cs dasselbe sein sollen und alle Ds dasselbe sein sollen, dann können Sie sich auf einen kleinen Bereich davon beschränken, in dem es keine Wiederholungen gibt. Und das ist dieser Raum der Dreiklänge, den wir eben gesehen haben. Und um das ein bisschen besser nachvollziehen zu können, machen wir das erstmal nur mit zwei Tönen. Das hier ist jetzt eine Landkarte der zwei Klänge. Also nehmen Sie zwei Klaviere her, machen ein zweidimensionales Koordinatensystem. Und jetzt ist es so, jeder Punkt hier, der dieselbe Farbe wie ein anderer hat, der entspricht demselben Intervall. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel diesen Punkt hier anschaue, den hier oben, da sehen wir, das ist gespielt ein Cis und ein F. Und der hat dieselbe Farbe wie der Ton hier unten, weil dieser Ton hier hat halt das andere F und das andere Cis. Also Sie sehen, da kommt plötzlich eine Symmetrie rein. Und das kann ich dann entsprechend weiter fortsetzen, indem ich einfach mehrere Oktaven in die eine und in die andere Richtung reinbaue. Wir haben ein Flächenornament. Und zwar gar kein so ganz einfaches. Die Fundamentalzelle davon sieht so aus, die ist hochgradig nicht trivial. Da steckt tatsächlich sowas wie ein Möbiusband mit drin. Die eine Ecke ist genau gegengleich mit der anderen verschraubt. Und insgesamt kriegen wir dann praktisch eine Parkettierung unserer Ebene damit hin. Sie kriegen praktisch das Ding hier rüber geschoben und einmal gespiegelt. Und also der Raum aller Zweiklänge ist praktisch ein Flächenornament, ein interessantes Flächenornament mit entsprechenden Symmetrien, die darauf arbeiten. Das hier ist dann entsprechend, nochmal kurz zurück, der Raum der Dreiklänge, und zwar hier jetzt nur die Fundamentalzelle gezeigt. Und das hier soll nochmal andeuten, mit welchen Symmetrien. Das können Sie sich vorstellen, als ob Sie in einem ganz komplizierten Spiegellabyrinth drin stünden. Und das will ich jetzt aber trotzdem einmal kurz in der App zeigen. Dazu gehe ich wieder hier rüber. Hier haben wir den Raum der Dreiklänge. Also, jeder Punkt hier drin entspricht einem Dreiklang. Und ich mache es jetzt mal so, dass der rote Punkt in der Mitte, das ist praktisch der, den ich spiele. Und ich spiele das jetzt als ein Arpeggio über viele Oktaven hinweg. Und jetzt kann ich hier mit den Pfeilen da drin rumwandern. Ich heb mal in der Mitte so eine Struktur davor. Das hier ist so die Gegend, in der die Dur- und die Moll-Dreiklänge liegen. Dur, Moll und augmentierte Klänge. Das ist im Prinzip der Harmonievorrat der klassischen, also der sehr klassischen Musik. Und sobald man ein bisschen moderner wird, geht man hier ein Stückchen weiter raus. Da kommen plötzlich verminderte Akkorde rein, da kommen Quartakkorde rein. Moment. Ich will eigentlich einen guten Quartakkord finden. Ah, Major Septim ist auch in der Gegend. Und je weiter ich jetzt hier rauslaufe an den Rand, umso dissonanter wird das. Also man kann sich wirklich vorstellen, dass sich die Musik
Geschichte in diesem Gebilde von innen nach außen entwickelt hat. Also das kann man sehr schön nachvollziehen, wie praktisch mehr und mehr sich der Harmonieraum erweitert hat. Das ist jetzt so ein Ding für die Leute, die sowohl von Mathe als auch von Musik eine Ahnung haben. Und es klingt leider an einigen Stellen ziemlich schrecklich und macht eigentlich keinen Spaß, darauf Musik zu machen. Und drum haben wir dann überlegt, was könnte man denn sonst machen? Und jetzt schließt sich der Kreis nach ganz vorne. Was könnte man denn sonst machen, um etwas Wohlklingenderes hinzukriegen? Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt kommt das Thema Ausgewogenheit und Gleichmaß, Evenness, noch mit ins Spiel. Und zwar, stellen Sie sich Folgendes mal vor. Sie haben eine Gerade und Sie zeichnen die jetzt auf einem ganz, ganz, ganz schlechten Bildschirm. Dann sieht die irgendwie so aus. Ganz verpixelt. Aber dieses Pixeln gibt Ihnen im Prinzip eine möglichst gute Verteilung von Dreiern und Zweiern auf einer Gerade. Und je nachdem, wenn Sie dann eine andere Steigung nehmen, kriegen Sie andere Verteilung. Aber gerade die Steigung hier ist musikalisch sehr wichtig. Also das hier wäre zum Beispiel hochgradig ungleichmäßig. Wollen lieber die. Wenn Sie jetzt da die Treppenschritte markieren und das mal mit der Klaviertastatur in Bezug setzen, dann stellen Sie fest, dass das genau die Verteilung der schwarzen und weißen Tasten ist. Also die schwarzen Tasten auf dem Klavier sind im Prinzip hochgradig gleichmäßig verteilt und tatsächlich klingen die auch gut zusammen. Das ist eben eine sogenannte pentatonische Skala. Das wäre in unserem Bild von vorhin, wären das jetzt hier praktisch die schwarzen ausgewählten Töne. Also nochmal, das hier wäre sehr ungleichmäßig, das hier wäre sehr gleichmäßig und ja, jetzt kann man sagen, wir nehmen das Ding und spielen es und dann klingt das irgendwie, indem ich einfach sage, ich spiele jetzt nur die Dinge, die ich hier markiert habe. Und das können Sie einfach machen, wenn Sie einfach nur die schwarzen Tasten auf dem Klavier spielen. Jetzt können wir es etwas ungleichmäßiger machen, aber nicht zu ungleichmäßig, indem ich einen dieser schwarzen Punkte von den Zweiern ein Stück rüberschiebe, dann wird es ein bisschen spannungsvoller. Aber immer noch nicht richtig dissonant. Und wenn ich jetzt noch weiter schieb, wird es noch spannungsvoller. Und wenn ich sage, das sind meine Spielregeln. Ich nehme praktisch alle Skalen, bei denen keine dieser schwarzen Punkte direkt benachbart sind, weil dann wird es richtig dissonant, und möchte aber trotzdem den Raum aller sehen, dann stellen Sie fest, ja, hiervon gibt es im Prinzip eben nicht nur eine Variante, sondern ich kann das Gebilde symmetrisch verdrehen. Immer ein Stückchen weiter drehen und kriegt davon tatsächlich 12 Spielarten. Und die anderen gibt es auch in 12 Spielarten. Und ich habe die jetzt hier so angeordnet, dass praktisch von einem zum nächsten jeweils nur ein einziger Halbton sich verändert hat. Und das hier sind die etwas spannungsreicheren, wie die da noch dranhängen. Und das hier sind die noch spannungsreicheren. Und jetzt sollten Sie erkennen, dass wir das heute schon mal gesehen haben. Das ist nämlich unser Mandala von ganz von Anfang. Und das Tolle ist, durch die Struktur der Musik, die ich da rausgenommen habe, das ist wirklich wie unsere Schneeflocke, ein Ding mit sechszähliger Symmetrie und einer Spiegelachse drin. Ist ganz verrückt, dass das hier an der Stelle plötzlich wieder zurückkommt. Und das kann man eben wirklich als Musikinstrument verwenden. Jedes dieser Blümchen hier, das entspricht im Prinzip einer Auswahl von 5 Tönen aus den 12 Tönen. Und das ist das, was ich ganz am Anfang gemacht habe, indem ich praktisch darauf Musik gemacht habe. Und ich bin immer so gewandert von einer Blume zur nächsten. Das ist so wie eine musikalische Modulation. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich das am Anfang schon gemacht habe, weil jetzt hinten raus ist mir dann doch ein bisschen die Zeit ausgegangen. Ich könnte jetzt darauf noch mehr Musik machen, das mache ich jetzt aber bewusst nicht, weil Sie haben ja schon mal gehört, wie das klingt. Obwohl, ich mache es einmal ganz kurz, weil jetzt können Sie es besser, besser wertschätzen. Also, wir sind wieder hier und das ist so typisch China-Restaurant gerade eben. Jetzt werde ich ein bisschen spannungsvoller. Noch spannungsvoller. Gehe wieder raus. Wenn ich jetzt hier drin wild rumhüpfe, zum Beispiel von da nach da, dann sehen Sie, das wird musikalisch weniger sinnvoll.
Und ich könnte Ihnen jetzt hier noch zeigen, was passiert, wenn man Debussy oder Rimsky-Korsakow auf diese Skalen draufmappt. Aber gestatten Sie, geben Sie mir noch 3 Minuten. Ich würde Ihnen gerne noch eine Sache. Darf ich noch 3 Minuten überziehen? Ist das okay? Ja? Okay, dann das. Und zwar dieses Thema Gleichmaß, das wir eben hatten. Das spielt auch bei der Rhythmik eine große Rolle. Und jetzt hoffe ich, dass hier diese Folie jetzt mal wegkommt. Und jetzt kommt nämlich ein ganz kleiner Groovelab-Epilog. Ich habe Ihnen eben Groovelab schon mal gezeigt. Und jetzt nehmen Sie dasselbe Spiel, das wir eben hatten, und betrachten Sie das nicht als melodische Eingabe, sondern als eine rhythmische Eingabe. Dass Sie im Prinzip sagen, das hier würde entsprechend, hau einfach kurz hintereinander weg auf die Trommel, mach dann eine lange Zeit gar nichts. Und das hier würde entsprechend einem, mache 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 und so weiter. Und dann kommen da interessante Rhythmen raus. Und dazu hüpfe ich jetzt noch einmal kurz auf Groovelab rüber und baue jetzt einfach mal von null weg einen interessanten Rhythmus auf mit diesen, ja, im Prinzip mit dieser Art Rhythmen zu erzeugen. Also, ich nehme mir erstmal eine tiefe Trommel her und sage, ich setze mir erstmal hier und hier einen Schlag hin. Also, ich hoffe mal, das hört man auch. Moment, ist irgendwie sehr leise. Jetzt hören wir's. Okay. Das ist ein bisschen interessanter. Wert mache ich hier unten nochmal ein. So, das ist erstmal unser Grundschlag. So, jetzt nehmen wir uns ein anderes Instrument dazu. Mach den jetzt mal ein bisschen leiser hier. Zum Beispiel solche Rasseln. Und da gehen wir jetzt genau in dieses Stufendiagramm rein. Und ich sage, spiel mir doch mal den Rhythmus, der hier angezeigt wird. Ja, schon mal ganz sinnvoll. Ich kann es auch ein bisschen vor den Schlag ziehen, dann klingt es ein bisschen fetziger. Und jetzt wird es interessant, jetzt nehmen wir noch was anderes dazu. Zum Beispiel auf der Spur machen wir noch eine Conga. Und jetzt spielen wir hier mal mit dieser Steigung. Und sagt ihm, er soll diesen Rhythmus machen. Dann wird es auf einmal sehr interessant. Hier unten kann ich dann noch spielen. Okay, passt doch. Ziehen wir noch ein bisschen vor den Schlag, nehmen noch einen anderen dazu. Nehmen wir zum Beispiel den gelben hier noch dazu. Sagen, das soll sein eine Bongo. Bisschen dichter. Aus dem Nichts mit ein bisschen Mathematik einen ziemlich interessanten Rhythmus gerade zusammengezaubert. Und an der Stelle danke ich, glaube ich, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn ich meine Folien wiederfinden würde, die hier sind, und ich denke jetzt noch eine weiter, dann steht hier: Danke fürs Zuhören. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke, für die Grenzverschiebungen und Verschmelzungen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich hier weiter und machen spielen wir Sie selbst auch. Jetzt. Ja, bitte, in eine Jam-Session. Spielen Sie selbst auch analoge Trommeln oder Bongos oder so? Früher viel. Denke ich, sonst würde man wahrscheinlich auch nicht so aus. Vielen Dank. Haben Sie Fragen? Gerne auch aus dem Livestream im Chat, aber vielleicht auch hier im Raum. Würde dann ein Mikrofon zu Ihnen kommen. Ich habe Sie alle totgequasselt. So, ja, guten Abend. Mein Name ist Markus Schichtl und ich habe sehr viel Affinität dazu und also am meisten hat mich begeistert die Rhythmen, wie Sie da erzeugt haben. Meine Frage ist jetzt seit 10 Minuten im Vortrag,
Was passiert, wenn man diese Ideen mit künstlicher Intelligenz verknüpft? Das ist eine gute Frage. Es ist immer erstmal, wenn man nicht gleich eine Antwort hat, sagt man erstmal, es ist eine gute Frage. ist tatsächlich wirklich ein spannendes Thema, weil nämlich Rhythmen auf der oder sowohl Melodik als auch Rhythmen hat ja sehr viel strukturelle Komponenten. Und unsere künstliche Intelligenz, wie wir sie im Moment haben, also neuronale Netze, Deep Learning und so weiter. Ein Kollege von mir, der Heinz-Otto Peitgen, hat gesagt, was wir im Moment eigentlich haben, ist nicht künstliche Intelligenz, sondern Artificial Perception, also eine künstliche Wahrnehmung. Also intelligent ist vieles nicht, aber es wird die Wahrnehmungsebene ersetzt. Und das dann wiederum mit Regeln zu verknüpfen, ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit, und das muss man machen, um gute Musik zu produzieren. Und ich hatte mal bei mir am Lehrstuhl eine Masterarbeit von einem Studenten, der hat jetzt nicht für Rhythmen, aber für Melodik hat er neuronale Netze kombiniert mit Jazz-Harmonielehre. Also Eingabe für sein System war praktisch das, die Jazzer kennen das, ein Realbook-Blatt. Also Realbook ist praktisch so ein Blatt, bei dem immer zu jedem Stück nur die Melodielinie und die Harmonien stehen. Und das war die Eingabe, und Ausgabe war eine Improvisation. Und die Herausforderung war an der Stelle, das Regelwerk auf der einen Seite mit dem assoziativen Denken eines neuronalen Netzes zusammenzubringen. Und es kamen ziemlich gute Sachen dabei raus. Also wir haben in der Richtung gearbeitet. Das ist die eine Antwort. Zweite Antwort, was ich viel lieber machen würde irgendwann mal, ist das Zusammenbringen mit Schwarmsimulation. Moment, Schwarmsimulation. Darf ich einmal kurz noch an mein Gerät hier dran? Also Schwarmsimulation, TUM-App, hier haben wir die TUM-App. Schwarmsimulation ist sowas hier, wo man so Fische hat und denen sagen kann, schwimm an dieselbe Position oder schwimm in dieselbe Richtung oder je nachdem, du siehst so und so viele Nachbarn. Im Prinzip passiert sowas, kann man auch reingehen, Fische füttern, im Prinzip passiert sowas, wenn ich in einer Band Musik mache. Es gibt Leute, die in eine bestimmte Richtung gehen, andere gehen hinterher. Und ich würde das unglaublich gerne mal kombinieren, Elemente aus Schwarmsimulation mit Elementen des Musikempfindens und dann vielleicht sogar auch mit Live-Musikern zusammen. Ist aber im Moment noch ein ganzes Stück Zukunftsmusik. Nicht, weil es, glaube ich, so unglaublich schwierig ist, sondern weil ich einfach die Zeit im Moment nicht finde, sowas in die Richtung zu machen. Ich hoffe, das beantwortet es ein ganz kleines bisschen. Gibt es weitere Fragen? Dann würde ich gerne fragen, Sie haben gesagt, Dinge sichtbar machen, ist, die eigentlich nicht sichtbar sind, ist ja eine wichtige Geschichte. Ich fand es jetzt extrem spannend, was Sie mit der Musik machen, weil das ist ja oft schwer vorstellbar. Und gerade auch diese mehreren Dimensionen mit den Tastaturen fand ich so spannend. Ich wollte ergänzen, es gab ja hier im Deutschen Museum haben wir eine sehr schöne Sammlung von Tasteninstrumenten aus der sowieso und aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts eine, wo man eben versucht hat, aus dem 12-stufigen System auszubrechen und wie unglaublich kompliziert es damals war, das zu bauen. Und jetzt mit dem, was Sie machen, ist es ja einfach, will ich nicht sagen, bei der Mathematik dahinter schon, aber machbar zumindest, ohne dass man riesige Geräte macht. Nutzen Musiker ihre Instrumente, weil es sind ja eigentlich Instrumente, die sie da bauen. Und wie ist der Zusammenhang zwischen dem, was im Musikbereich Instrument heißt, was ja oft Sound Libraries sind oder eben auch Instrumente, die gebaut werden, um damit Musik, also softwaremäßig gebaut werden, um damit Musik zu machen. Ist das fließend oder ist das abwechselnd? Es ist ein bisschen fließend. Also zum einen muss man sagen, für viele der Sachen ist vieles davon, was wir jetzt gemacht haben, noch zu neu, als dass es größeren Einzug im Moment gefunden hätte. Also GrooveLab, tatsächlich die offizielle Version, ist gerade erst eine Woche alt. Also da haben wir seit November dran gearbeitet und sind sehr gespannt, was Musiker und Musikpädagogen damit machen werden. Tatsächlich war es so, in Lala Lab, in der Ausstellung, da gab es immer wieder Leute, die haben sich die verschiedenen Computer zusammengerückt und damit dann gejammt. Und damit dann zum Beispiel mit indischen Mikrotonalitätsskalen plus Tabla-Rhythmen dazu dann ganz interessante Sachen produziert. Das heißt, es passiert. Wir haben es allerdings im Moment noch nicht sehr angeschoben. Ich freue mich drauf, wenn das irgendwann mal den Weg
da reinfindet. Und tatsächlich, vieles dieser Dinge sind letztlich Instrumente. Und das ist auch das Schöne daran, weil damit kann man dann mehr machen als mit nur einer Musikerklärmaschine. Ja, es wäre ja vielleicht auch spannend, hier sowas zu veranstalten, denke ich, ja, wenn man auch gerne Musiker und Künstler gerne einlädt. Meine zweite Frage knüpft ein bisschen daran an. Sie hatten ja diese schönen Bilder gezeigt, was mit iOrnament gemacht wurde. Gibt es da eine Plattform, wo die Menschen das hochladen, die User? Oder melden die an Sie? Das ist die erste Teil der Frage. Und das zweite ist, zum Beispiel Herr Termin und auch andere Instrumentenbauer haben ja ihre Instrumente oft zusammen mit Musikern oder auch Künstlern zum Teil entwickelt. Ist das bei Ihnen auch so? Nehme ich an, als kommunikativer Mensch und wie ich Sie das damals auch erlebt habe, auch so, dass wenn man eine Frage stellt, ist gleich schnell die Lösung oder eine Idee da. Wie funktioniert das also bei ist Ihnen? Das ist eine komplexe und subtile Antwort. Also, erste Sache, ich bin erstmal bei Kunst und iOrnament. iOrnament war so, die erste Release kam ungefähr 2012 raus und ungefähr Anfang 2013 fingen an, mir die ersten Leute von sich aus ihre Kreationen zuzuschicken. Und das war dieselbe Zeit, in dem ich von Bill Bryson ein wunderbares Buch gelesen habe, die einfache Geschichte der oder die kurze Geschichte der ganz alltäglichen Dinge, in dem er genau unter anderem auch über die Weltausstellung und über den Owen Jones und ähnliche Dinge redet. Sehr lesenswertes Buch und da kam ich auf die Idee, es wäre doch toll, eine Ornamente-Weltausstellung zu machen und habe dann in die App eine Möglichkeit eingebaut, in eine Ornamente-Weltausstellung zu submitten. Und das hat auch eine ganze, also ich habe so Größenordnung 10.000 Kreationen über die Zeit lang gesammelt. Tatsächlich, manchmal passieren ja Dinge, mit denen man nicht ganz rechnet. Irgendwann um 2015, 16 rum haben soziale Medien die Rolle übernommen. Und tatsächlich ist es im Moment so, ich kann sehr empfehlen, auf den iOrnament Instagram-Kanal zu gehen, also iOrnament App eingeben bei Instagram. Da findet man sehr viel spannende Sachen, die Leute produziert haben. Oder einfach Hashtag iOrnament, YouTube, YouTube nicht so sehr, aber Instagram oder jetzt ist irgendwas ausgegangen, aber es macht nichts, brauchen wir eh nicht mehr. Findet man bei Facebook, Instagram, findet man vieles an. Das war die eine Antwort. Dann Co-Evolution mit Künstlern. Darüber kam ich halt auch immer mehr in Kontakt mit richtig guten Künstlern. Also der Anwendungsbereich geht wirklich vom vierjährigen Kind, das begeistert 2 Stunden auf dem Ding malt, bis hin zum High-End-Designer. Und die kommen dann allerdings auch mit, ich hätte jetzt gern diesen und diesen scharfen Stift. Kannst du eben nicht nur Gold, sondern kannst du auch irgendwelche bestimmten Spiralen und, und. Und das, da entsteht dann so eine Art Co-Evolution. Und das ist für mich ein extrem spannender Prozess. Jetzt rüber zum Thema Musik. Groovelab entstand in einem Viererteam, in dem unter anderem auch ein Musikpädagoge dabei ist. Und 2 der Leute sind selbst Trommelmusiker. Und also von daher, es geht ganz viel in die eine und die andere Richtung. Und also nur im luftleeren Raum könnte das nicht existieren. Danke, ja. Gibt es weitere Fragen? Ja, hier vorne bitte. Ich schalte hier mal wieder rüber. Bei den Harmonien und ist man auf den 12 Tönen stehen geblieben. Kann man das bei gleicher Angenehmheit des Zuhörens auch auf mehrere Töne, zum Beispiel 15 erweitern oder sind die 12 aufgrund irgendwelcher Symmetrien wieder relevant? Also, erster Punkt, die 12 ist aus unglaublich vielen Gründen extrem spannend. Zweiter Punkt, es gibt natürlich andere Tonsysteme. Und einer der Gründe, warum die 12 so gut ist, ist der folgende. Also ein natürliches Intervall, das praktisch auch quer durch alle Kulturen vorkommt, ist die Quinte. Also ist die Oktave. Ich kann gerade nicht singen, ich lasse es gerade mal. Also Quinte ist C, G. Und wenn ich jetzt von G wieder die Quinte nehme und davon wieder die Quinte und so weiter, dann lande ich irgendwann mal wieder bei irgendetwas, was so ungefähr ein C ist. Wenn ich das als reine Stimmung wäre, Verhältnis 2/3. Und wenn ich das jetzt mache,
dann ist es so, dass nach 12 solchen Schritten lande ich ziemlich genau wieder beim C. Und deswegen ist diese 12 so gut, weil wenn ich das jetzt nicht ganz exakt in Quinten stimme, sondern nur so ungefähr in Quinten, dann habe ich so ein schönes geschlossenes Tonsystem. Wenn man jetzt sagt, ich hüpfe jetzt weiter und weiter und weiter, dann kann man sich fragen, wann passt es denn das nächste Mal besser? Und das nächste Mal in gewissem Sinne besser passt es bei 41 und so richtig viel besser passt es dann bei 53. Und als ich das ausgerechnet habe, fing ich dann an nachzugoogeln, hat irgendjemand 53 Tonmusik gemacht? Und es gibt tatsächlich, ich habe sogar in den Backup-Folien hier mit drin irgendwo, ich hoffe, also gibt es gerade keine Garantie, dass das klappt. Genau, das hier ist, also ich hoffe mal, das geht. Kann aber sein, dass der, jetzt versucht er aus dem Netz irgendwo was runterzuladen. Moment. Nein, wir haben schlechte Karten. Das geht nicht. Ich hätte sonst ein Klangbeispiel für 53-Tonmusik gehabt. Klingt unglaublich schön. Aber 18-Tonmusik zum Beispiel klingt überhaupt nicht schön. Also hat dann wieder was mit der Mathematik zu tun, wann das klappt und wann es nicht klappt. Es ist gerade ein bisschen schade, dass die hier nicht geht, aber geht halt nicht. Okay, gut. Ich glaube, das beantwortet's. Ist noch weitere Fragen? Dann darf ich vielleicht noch eine, vielleicht letzte anschließen. Ich komme aus der Musikwissenschaft und ein Teil der Musikwissenschaft ist ja die Beschäftigung mit der Musik und der Analyse von Musik. Und ich fand es jetzt sehr spannend, wo Sie diese Spirale hatten und dann Liszt und Debussy gezeigt haben. Das hat jetzt für mich einen ganz neuen Blick auf die Musik geworfen. Also muss ich wirklich sagen, auch das Visuelle und gerade so diese bestimmten Töne, die bei Debussy so wichtig waren, wird es in der musikalischen Analyse verwendet, A. Und B, ist es, ich hatte ja schon gefragt nach diesen Softwareinstrumenten, aber ist es auch so, dass die kommerzielle Musik, Schlager, Hits und sowas, dass sie sich auch dessen bedienen könnten oder ist es eine vollkommen andere Baustelle sozusagen? Auch hier sind alle Grenzen fließend. Also zum einen die Frage, wird es in der Analyse verwendet? Wie gesagt, dieses wunderbare Buch von Dmitri Timotschko ist ein Musiktheoriebuch, das sowohl bei Mathematikern als auch bei Musiktheoretikern hoch angesehen ist. Da gibt es, könnte ich auch noch zeigen, zum Beispiel in diesem Spiraltonraum eine Analyse von einem Stück von Chopin, das einfach so unendlich traurig klingt. Und wenn man sich das anschaut in dieser Welt, dann stellt man fest, dass er so moduliert, dass praktisch von 4 Tönen immer der Reihe nach einen halben Ton runtergeht. So lange, bis die 4 Töne wieder da angekommen sind, wo sie waren, und dann geht das ganze Trauerspiel von vorne los. Und das sieht man erst, wenn man in diesen Raum geht, weil das spielt sich eigentlich über ganz viele Oktaven ab. Und also man erkennt tatsächlich mehr Struktur daran. Frage, welche Komponisten benutzen sowas? Also jetzt nicht unsere Software, aber wenn man einfach mal, es gibt diesen brillanten Musiker Jacob Collier, der hat, also einfach mal auf YouTube Jacob Collier googeln, der hat unglaublich brillante Musikstücke und Musikanalysen gemacht. Und er bedient sich wirklich jeder noch irgendwie denkbaren Spielart von Mikrotonalität, von Verschieberhythmen, von Tonarten, die so modulieren, dass man dann plötzlich nicht innerhalb der 12 Töne, sondern irgendwo dazwischen zu sitzen kommt. Und er hat ein sehr tiefes mathematisches Verständnis von dem, was er da gerade komponiert. Und er hat aber auch 2 Grammys gewonnen. Also auch da, es gibt genügend Leute, die das machen, ist jetzt natürlich nicht Mainstream, aber es gibt Leute, die das machen. Okay. Gibt es noch Fragen? Ich sehe nichts. Dann darf ich mich nochmal sehr herzlich bedanken. Wir hoffen dann auf eine Jam-Session hier im Deutschen Museum und die Neuigkeiten über die Programme. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich darf noch auf den Vortrag nächste Woche hinweisen, Sie auch sehr herzlich dazu einladen. Michael Naja spricht über Raumwelten und Bildräume.
die Verbindung zwischen Kunst und Technologie in seinem Werk, wo es besonders um den Weltraum und die Besiedlung des Weltraums geht. Vielen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit, auch im Stream. Vielen Dank für den Vortrag und einen guten Nachhauseweg und einen schönen Abend. Dankeschön. Applaus